Schäfer von Deutschland? In Deutschland? Da ist Revolution! Narischer Maler, narischer. Oder wenn bei der Nacht von dir spinnen. Warum? Passt da was nicht? Nein. Was ist denn das für ein Schmier? Das ist eine Skizze. Die Revolution. So. Das verstehe ich nicht. Dann darf's nichts. Halt. Ich versteh's zwar nicht, aber gefallen das mir. Du, das schenkst mir alles Andenken. Meinetwegen. Na, ist denn keine Ruhe? Nein, Revolution ist was? Wieso denn? Da. Ach so. Auf dem Papier. Ja, was lachst denn da? Wenn ich so nachdenke, dann kann ich als Arbeiter eigentlich gar nicht gegen die Revolution sein. Haben wir nicht selber oft genug davon gesprochen, dass er mal ausgeräumt werden muss daheim? Ja, natürlich muss ausgeräumt werden, aber zuerst wird keiner. Du Hans, was sagst denn du? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist mir alles so zuwider, so ekelhaft. So, und wir haben die ganze Zeit her am meisten geschrien, ausgeräumt muss werden. Jawohl, das habe ich gesagt, aber ausgerechnet die, die mir ausräumen wollen, die machen ja jetzt Revolution. Als Angst haben vor unserer Abrechnung. Du könntest also auf die Revolutionäre in Deutschland schießen. Revolutionäre? Auf diese Verbrecher? Jawohl. Das sind keine Verbrecher, das sind Arbeiter, wie ich. Du würdest also auf mich schießen können. Du Rindviech. Saudums. Ja, wenn man bloß so blöd daherreden kann. Also ich finde, das Volk daheim ist mit dieser Revolution. Ja, natürlich. Sonst wärst du doch gar nicht so weit kommen. Das Beste wäre überhaupt, wir Frontsoldaten nehmen diese Revolution in die Hand. Jawohl. Ja, da nehmen Sie Dreck in die Hand. Wer macht denn Revolution? Wird so recht so. Schön wird's. So, die Fahnen jetzt. Hier. Hey, Sie. Was wollen Sie? Wollen Sie mit dem Club? Wenn Sie schon eine Fahne aufhängen wollen, dann nur eine rote. Was, eine rote Fahne? Ich? Was erlauben Sie sich denn? Ich bin ein anständiger, ehrlicher Bürger. Und wenn Sie mich zulassen, hol ich... Ja, die Zeiten haben aufgehört. Merkt euch das, ihr großkopferten Bürger. Jetzt schaffen wir Arbeit an. Leider. Wenn das nicht passt, dem können wir es ja beibringen. Schämen Sie sich doch! So ein unverschämter Mensch! Vater! Warten Sie bloß, bis mein Sohn von der Front heimkommt. Gut, er kann sich ja bei mir melden. Solzig, Sindel, Berediges, Saupack! Jesus, der Herr Kunstmaler. Grüß Gott. Na, da hat sich ja allerhand verändert. Verzeihung, ich wusste nicht. Das war früher mein Atelier. Mein Name ist Max Vogt. Danke sehr. Ich heiße Petratka. Sie müssen verzeihen, was ich bewohne, Ihr Atelier. Bis kommen Sie vom Krieg zurück? Vielleicht auch wäre nicht mehr gekommen. Kann man wissen vorher? Aber bitte, Sie sind ja im Recht. Sie bezahlen ja die Miete. Ich hätte nicht mehr gekonnt von meinem großen Verdienst als Soldat. 73 Pfennige im Tag. Oh, so viel Geld. 73 Pfennige im Tag? Ich werde natürlich sofort ausziehen, wenn ich etwas anderes gefunden habe. Für meine jetzigen Verhältnisse wäre das Atelier ja doch zu groß. Oh, dann teilen wir. Ist Platz genug? Sie da? Ich da. Stört mich nicht? Aber nur dann, wenn es Sie wirklich nicht stört. Stört? Entschuldigen Sie, ich darf wohl jetzt. Aber bitte, bitte. Thank you.
ist das? Brüderchen, du hast ein Freund. Erst abwarten. Gib mir Geld. Wozu? Für neuen Freund gewinnen. Ist sehr gut für uns. Ein Künstler kann man gut brauchen für große Gesellschaft. Meinetwegen, du Katze. Vater, erzähl doch was vom Krieg. Aber du, lass doch deinen Vater erst einmal richtig heimkommen. Schau, Hansel, das weiß ich momentan gar selber nicht mehr, wie das war da draußen. Das ist mir direkt verschwommen, seit ich daheim bin. Ich bin noch gar nicht recht daheim. Schau her, da hab ich noch einen Franzosen, du mich. Haben wir auch nicht? Sind doch immer noch die gleichen Lausbuben, wie wir waren. Ja, da gehen wir rein, Vater. Ja. Gut, schaust aus. Der Soldat. Frontsoldat, musst du sagen. Ja, natürlich. Natürlich, weil es auch andere Soldaten gibt, die nicht an der Front waren. Da war zum Beispiel heute einer da. Ja. Der wollte mir doch die Fahne vom Haus wieder runterreißen. Okay. So ein Sozig sind uns ein dreckiges. Na, du wirst es auch noch kennenlernen. Ja, ich hab's schon kennengelernt. So, du. Halt einen Augenblick, jetzt komme ich gleich wieder. Ja. Was hat er denn jetzt? Ah, du bist auch noch da. Geht immer noch zu spät. So, Lisa. Doch, das ist die letzte Flasche, die ich noch im Keller habe von meinem Vorrat, den ich mir vor dem Krieg eingedickt und wo du Schläge mir immer heimlich ausgesoffen hast. So, jetzt kommt er. Schau, ein echter französischer Bordeaux. Ja, oft habe ich die Lust gehabt, ihn auszusaufen, aber dann habe ich mir gesagt, nein, der wird aufkommen, bis der Hans heimkommt. Ja. Und wenn du nicht mehr kommen wirst, dann hätte ich sie zerschlagen. Manchmal hat sie sehr viel Besuch. So, wen denn? Och, Fremde. Ich kenne sie nicht. Meistens Schriftsteller, Künstler, Leute von der Zeitung. Sogar Abgeordnete waren schon da. So? Tja. Gefällt Ihnen? So habe ich mir die Heimkehr nicht erträumt. Schön hört man drüber die Tanzmusik. Gell? Bist mir böse, Lise, weil ich nicht mit dir zum Tanzen gegangen bin. Aber Georg, ich hab doch selber keine Lust in der Zeit. Weißt, ich kann's einfach nicht. Weißt, ich muss immer noch an den Krieg denken. Mir ist's wie ein Frevel. Wie wenn ich auf den Gräbern von meinen toten Kameraden tanzen tät. Verstehst du mich nicht? Aber Gilde. Was? Und manchmal, da kriege ich so eine leise Sehnsucht nach meine Kameraden. Bauführer gesucht. Sie sind Bautechniker? Jawohl. Waren zuletzt beschäftigt? Vor dem Kriege. Ja, und seitdem? War ich im Feld. Bedauere. Ich suche eine geübte, erfahrene Kraft. Ja, ich traue mir aber schon zu. Naja, ist alles ganz recht schön und gut, aber ich brauche doch Zeugnisse, Unterlagen. Ja, ich wäre mit einer Anstellung auf Probe einverstanden, um Ihnen zeigen zu können. Genau, dazu habe ich gar keine Zeit. Was soll denn werden mit uns Frontsoldaten? Tja, weiß ich. Wenn ich mich draußen gedrückt hätte, dann hätte ich jetzt auch die Zeugnisse, die Sie verlangen. Also Schluss. Herr Direktor? Sie waren aber bestimmt nicht im Feld.
Sonst könnten Sie mit dem Frontsoldaten nicht so umgehen. Hört sich alles auf. Und sowas hat man sein Schädel gekonnt. Sie entschuldigen Sie, ich möchte Ihr Wesen. Zum Schluss. Ich biete Ihnen 400 Mark. Sie müssen natürlich auftreten können. Eindruck machen, vertraut damit aussehen und mich vertreten. Ja, hören Sie mal eine Bedingung. Gehören Sie irgendeiner Partei an? Nein. So. Ja, Sie müssen sich natürlich einer Partei anschließen. Am besten die Mehrheitspartei. Das ist nur Performer. Meinetwegen können Sie politisch denken, was Sie wollen, aber politische Beziehungen gehören unbedingt zusammen, nicht wahr? Ihr Vorgänger war zugleich bei drei Parteien Mitglied. Man muss doch nur sich sehen lassen. Das bringt man, nicht wahr? Also wie gesagt, Formsache. Aber Bedingung. Sie erlauben, dass ich mir das noch überlege. Was wollen Sie? Können Sie nicht lesen? Ich wollte hier um Arbeit nachfragen. So? Alles was? Na, ich hab mir gedacht, vielleicht können Sie einen Maurer noch brauchen. Ich hab zwar quasi ein bisschen Bauschule gemacht, aber ich brauche Arbeit. Sind Sie organisiert? Im Verband? Nein. Da brauchen Sie überhaupt nicht nachfragen. Ja. Ja, ich verlange doch keinen Lohn für meine Gesinnung, sondern für meine Arbeit. Dann wirst du überhaupt keine Arbeit nicht finden. Verstehst? So eine Unverschämtheit. Bietet er mir ganze 300 Mark. 2000 ist es wert. So ein Hund. Ach, Geld. Nebensache. Aber deine Kunst wird verachtet damit. Jetzt werde ich aber ein Plakat entwerfen mit dem Motiv. Die Revolution muss weitergetrieben werden. Jagt sie zum Teufel. Nur nicht so weiter vegetieren. Provozierend wirken. Sehr taktvoll, sehr toll. Bitte, meine Herren, schließen Sie sich doch hinten an. Sie stören ja den ganzen Eindruck. Was? Wir? Hinten ausschließen? Ja. Wir sind im Feld, aus nach vorn dran gewesen. Was fällt Ihnen ein? Du himmlische Einfalt. Was wollen denn die? Wir scheint, die haben 4 Jahre lang geschlafen. Wir brauchen keinen neuen Krieg. Singers, wenn es nachher kracht, dann sollen wir Proletarier wieder unseren Schädel hinhalten. Gegen einen Gewaltfrieden. Uns kennt doch nicht. Wir haben ja nichts. Haben Sie schon mal einen Zahlen sehen, der nichts hat? Doch. Mit seinem Kopf.
Mein Krupp. Da seht ihr jetzt die Franzosen mit meinem Krupp. Na, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ein Großkopf, das sollte man Schädel abschlagen. Wie ruhig es in unserem lieben Vaterland ist. Helen, müsst ihr die Wacht am Rhein entgegensingen? Was die dazu sagen? Du hältst vielleicht gar zu diesem Gesinde. Nein, es ekelt mich genauso an wie euer Getue. Aber Gesinde? Ich verstehe dich nimmer. Du hilfst nicht zu uns, du hilfst nicht zu Broten. Sag mal, was hast du denn überhaupt für eine Partei? Die Partei, die ich mir denke, die gibt's leider noch gar nicht. Das ist es ja. Schon wieder eine neue. Ober, was ist denn? Natürlich schmerzfrei. Nein, nein, also pauschal im Voraus war garantiert feste Beziehung bis oben. Ganz oben? Also ganz oben. Einen ganzen Baron mit Einfuhrerlaubnis. Mit Einfuhrerlaubnis? Mit Einfuhrerlaubnis. Moment mal. Nee, nee, also nee, das mache ich nicht. Nein, ich mache. Einen ganzen Waggon mit Einfuhrerlaubnis. Haben wir dafür Interesse? Preis? Preis nicht gesagt. Weich werden lassen. Vorläufig nicht bieten. Sehr richtig. Ja, Sie mögen ja recht haben. Ja. Aber auf jeden Fall ist von den Lieb am meisten gefragt. Aber nicht zu kriegen, was nützt das alles? Ja. Überlassen Sie das mir. Wie viele Waggons brauchen Sie? Na, ich würde drei nehmen. Woher? Geschäftsgeheimnis. Darf man doch gar nicht fragen? Nein. Diese Leitung ist direkt, ohne Anschluss. Guter Witz, direkt. Was? Was? Haben Sie gehört? Haben Sie gehört? Die Blockade soll teilweise aufgehoben werden. Aber was geht nicht durch, weil Sie bestimmen. Was heißt geht nicht durch? Herr Ober, das Abendblatt, den Behördenbericht. Die Herrschaft hat es formuliert. Es scheint, der Ausgang ist recht. Danke. Material ist gut. Schönste aller Frauen, Valuta, 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 schönste aller Frauen, la 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 la. Och, ist das eine Zeit. Ach, wenn doch endlich einmal Frieden wird, dass man mal wieder was ordentliches essen kriegt. Und wer weiß denn überhaupt noch, wie weißes Brot schmeckt? Los, was ist denn los? Geht in die Reihe. Eine Unordnung machen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ihr seid noch auf? Ja. Ich muss einmal gründlich mit dir reden.
Na, wie war's denn heute? Wieder nix. Na, überall sind uns Frontsoldaten, die Drückeberger und Unabkömmlichen voraus. Ja, das habe ich kommen sehen. Ja, wenn ich absolviert hätte oder fertig wäre mit der Studiererei, ja, dann. Ja. Ja, wenn es nicht anders geht, dann muss ich halt meine eisernen Reserven anpacken, damit du die zwei Semester fertig studieren kannst. Was? Was war da? Du hast noch... Aber Geld ist Sache der. Auf die Hosen gesetzt und die politischen Flausen aus dem Dickschädel raus. Du allein machst doch die Welt auch nicht anders heutzutage, wo jeder nur an sich selber denkt. Jetzt denkst du auch einmal zuerst an dich und an deine Zukunft. Du Lausbub, du. Ja, wenn du auch im Feld warst. Wenn du auch im Feld warst. Schau, ich kann doch meinen Notpfennig nicht opfern und du verplemperst deine Zeit damit. Aber, Vater, jetzt... Du, das sag ich dir, wenn du mir einer von den roten Schlawinern werden willst, dann brauchst du gar nicht mehr heimzukommen. Wir Kraft sind keine Sozialisten. Wir sind ehrliche, anständige Bürger. Vater, also, da brauchst du jetzt wirklich keine Angst haben. Die zwei Semester werden ohne Rechts- und Linksschauen runtergehauen. So ist recht. Die ganze Politik kann man Buckel raufrutschen. Bravo, bravo. So. Dankeschön. Und allzu lange wird es immer dauern, dann willst du heiraten. Ich? Heiraten? Ist nicht wen. Ah, das kommt ganz von selber. Ja, jetzt da, da braucht er wirklich keine Sorgen haben. Das ist mir das Allerletzte. Ja, sag mal. Eine Frau. Ja, wie müsst jetzt die ausschauen? Nur die Arbeit kann uns retten. Sozialisierung, Generalstreik. Wir Frauen fordern. Reinheit, Reinheit, Ritterlichkeit. Freie Bahn, dem Tüchtigen. Landsleut und Bauern. Religion in Gefahr. Wirtschaft und Demokratie. Die akademische Freiheit. Proletarier aller Länder. Ich will von Politik nichts wissen. Ich will Arbeit. Ich will eine Existenz. Für Teufel. Was ist denn das für eine Phrase? Ja, das schmeckt ja nach wie Seife oder Warmschmier. Es gibt kein anderes Fett. Ja. Dann gib mir ein Stück Brot. Brot? Brot ist keins mehr da. Die Brotmärkte sind aus. So. Ein Markenschwindel. Der Hungerschwindel. Ja, wozu hat man den eine Revolution gemacht? Zum Weigerhungern? Na, aber Fritz. Habe ich nach 4 Jahren im Dreck nicht verdient, dass ich mich satt essen darf? Aber so schade. Und zu so einem Saufraß habe eine Revolution gebraucht. Gut. Wenn bloß einmal die Blockade fallen würde, dann kriegt man wenigstens Fleisch und ein Mehl und ein Fett rein. Der Krieg ist doch längst aus. Ja, liest denn du keine Zeitung nicht? Die Blockade fällt doch erst, wenn die Friedensbedingungen unterschrieben sind. Friedensbedingungen? Sowas nennt man unter anständigen Menschen eine gemeine Erpressung. Immer noch Blockade. Die Geldsäcke sind auch blockiert, weil es keine Arbeit gibt. Was ist denn das für eine Revolution überhaupt? Der Kapitalismus ist ja noch gar nicht erledigt. Diese Hunde sind ja noch gar nicht aufgehängt. Überhaupt keiner. Kein einziger. Fritz! Fritz! Ruhe, Vernunft. Ja, das ist die vielgepriesene Mehrheitspartei, die diese Hungerrevolution gemacht hat. Die Revolution muss weitergetrieben werden. Ja, das ist... Ganz meine Meinung. Kamerad, Genosse, das ist die wahre Revolution. Das sind die einzigen, die uns Arbeiter nicht verraten haben. Die es gut meinen mit uns Proleten.
Spartakus, das sind doch die Radikalen. Was wir brauchen, das kann doch nur radikal machen. Radikal? Ja, das, was ich suche. Radikal! Jawohl, Genossen. Das ist die Zukunft. Du, Kraft, Moment mal. Hör mal, du musst dich für unser Chor heilen lassen. Bedauere, aus wirtschaftlichen Gründen. Quatsch, ist doch Nebensache. Unsere alten Herren haben immer eine offene Hand. Nein, das mag ich nicht. Wenn ich mir gestatten darf, unsere Markomania ist streng national, bis in die Knochen. Mensch, als Deutscher, als Frontkämpfer, darfst du dich doch nicht drücken von unserer nationalen Sache. Na schön, ich komme mal. Lauter stramme Burschen, noch der alte, echte, vaterländische Geist. Schau mal dort an der Ecke, da sitzt unsere alten Herren. Lauter bekannte Namen. Weißt du, hier geht jeder nach dem Abschied einer guten Stellung und am Abend weg. Und Protektion erspart manche Nahrungssorgen. Weißt du, man bleibt sonst zu viel Tier. Hier erst wird man richtig Mensch. Na, alter Himmelhund, sag mal, bist du liebeskrank oder alles? Ach, lass mich. Was sinnierst du denn? Denk mir, wie das wäre, wenn in die Bude auf einmal eine Granate reinhauen würde. Mensch, bei dir zwitschert's wohl. Vielleicht, weil ich mir nicht vorstellen kann, was ihr in dem Fall für einen Command anwenden würdet. Du, das sind ja sozialistische Plebejergelüste bei dir. Weißt du, mit dir ist heute nichts anzufangen. Komm, wir gehen bummeln. Servus, Fritz. Wie geht's dir denn in der glorreichen Republik? Ja, momentan nicht schlecht, weil mir der Gürgel einen ganzen Schinken geschickt hat und Mehl, Eier, Butter, aber sonst mau. Keine Arbeit. Na, woher denn? Unterstützung, Arbeitsamt, Arbeitsamt, Tag für Tag. Ja, wie geht's denn dir? Es sieht fein nicht aus bei dir. Hast du vom Hans nichts gehört? Nein, nichts Näheres. Wenn es Geld hätte zum Herfahren, hätte er uns längst einmal besucht, Schalter. Ja, ja. Das liebe Geld. Ja. Ah. Respekt vom Dampfschiff. Solche Sachen meinst du? Ja, ja. Da ist noch eins. Was? Das ist von dir? Ja, ja. Ja, Mensch, von dem habe ich selber gut 3 Dutzend angelebt. Weißt, ja. Nachts, im Finstern. Ja. Ich meine, wir zwei. Wir brauchen einander nichts erzählen. Da stimmt's. Menschenskind, du bist auch? Ja, auch. Er kämpft das Menschenrecht. Moin, Paul. Servus. Hast du schon gelesen? Zeitung? Lese ich nicht. Ich lese zurzeit die göttliche Komödie. Das ist auch eine Komödie, lies nur. Räterepublik. Was ist los? Die Volkswehr ist alarmiert. Was? Was? Der Generalstreik ist ausgebrochen. Die Arbeiterschaft! Muss bewaffnet werden! Alle Macht den Arbeitern und Soldaten rät! Ja, die Regierung wird ihre Truppen schon senden, um die Ruhe wiederherzustellen. Die sind doch alle hoch, ich meine es doch nur gut mit Ihnen. Und ich rate Ihnen, im Interesse des Fortgangs Ihres Studiums, Ihr Studium nicht zu unterbrechen. Ach was, die Bude wird gesperrt. Wir gehen ins Freikorps.
Wer gewinnt? Kraft, noch sind wir hier. Wo sind wir stehen geblieben? Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, deiner vielleicht nicht. Ja, aber vor ein paar Tagen hast du doch noch... Da war es noch nicht so weit. Lass doch die Karren auf, Ringvieh. Wenn erst die Bolschewiken in der Lage sind, dann wirst du nicht mehr so daherrinschen. Es geht uns allen ans Leben, nicht bloß der Regierung. Denk an Russland. Blödsinn, Russland. Sag nicht, das ist bei uns in Deutschland nicht möglich. Bei eurer bürgerlichen Faulheit und Einbildung ist alles möglich. Gehst du mit oder nicht? Gut, ich gehe mit. Alle müssen mit. Ja, alle. Ist das jetzt die zweite, dritte oder gar die vierte Internationale? Na gut, passt dir vielleicht bloß nicht. Grüß dich, Gott, Vater. Grüß Gott. Du, Vater, ich kann mir schon denken. Aber da wird nichts draus. Du warst lange genug Soldat. Sollen mal die anderen hingehen? Kein Mensch gibt dir was, wenn dir was passiert. Musstest du deinen Lebtag herumzigeln. Wie ein Landsknecht. Denk doch lieber an deine Zukunft. Ja, gerade weil ich an meine Zukunft denk. Wer den Redesaustall nicht bekämpft, der ist dafür. Weil er ihn nicht verhindert. Das guck du Verrückter, du. Nichts als Krieg und Soldat hast du im Schädel. Aber das sag ich dir. Wenn du fortgehst, heimkommen zu mir brauchst du nicht. Okay. Dann schau, wie du mit deinen Landsknechten draußen fertig wirst im Leben. Ich habe nicht mehr so viel für dich übrig. Ich nicht. Nicht mehr so viel. Gut. Dann komme ich heute nicht mehr. Geht's für uns Armen bestimmt besser. Glauben Sie? Ja. Alles wird sozialisiert und an uns verteilt. Frieden. Und jetzt fahren wir uns daheim an. Bürgerkrieg. Bürgerkrieg. Na, wenn du wieder eins brauchst, dann schreibst eben. Ich brauch kein Geld. Da wärst du der erste Soldat, der kein Geld brauchen kann. Eigensinniger Dorf, du. Yeah!
Was muss ich denn tun? Ich hab nur selber vier Jahre im Feld. Siehst du's? So dumm waren wir wieder nicht. Oder der nächste Verwandte. Geiseln? Warum? Vielleicht ist eine Gegenaktion der Bürgerlichen geplant. Ach, Krampf. So klein sind's, die Spießer. Vor lauter Angst. Was wollen Sie hier? Mal, Sie sind verhaftet. Verhaftet? Von wem? Warum? Sie werden schon wissen, warum. Was? Immer, Sie haben keinen Verhaftet. Na, was kann mir passieren? Nichts kann mir passieren. Aber meine Herren, Sie rauchen ja gar nicht. Bekommen Sie bitte gleich was geben. Sofort, Herr. Ich habe meinem Vater nur einen Satz hingeschrieben. Dein lieber Sohn ist auf und davon zum Freikorps. Was? Die Roten halten eine Patrouille von uns fest? Ach, ja, wir gerade. Das ist eine Provokation. Hier im Ort ist Ruhe. Maul halten. Ich bin der Vorsitzende des Arbeiterrates. Mensch, so siehst du aus. Überhaupt? Sind der Freikorps verboten? Du kannst uns ja verhaften lassen, Herr General. Hol mal den Bürgermeister. Jetzt mal einen Pausenschritt. Anstand! Sonst greift's. Das ist der richtige Ton. Ja. Ja. Ja, Herr Hauptmann. Ja, Sie. Okay. Es tut ruhig. Ich bin der Bürgermeister. Der Herr hier ist der kommissarische Leiter der Polizei. Ich muss Sie auf das Gesetzwidrige Ihrer Handlungsweise aufmerksam machen und fordere, dass Sie unseren Ort sofort räumen. So? Und wenn nicht? Wir protestieren gegen Ihr Verhalten. Hier habe ich zu fordern. Was ist denn das hier? Guck! Ich verlange, dass Sie sofort die festgehaltene Patrouille unseres Freikorps herausgeben. Sie haben Stroh gestohlen. Stroh? Unmöglich. Das haben ja Sie noch im Kopf. Sie lassen sofort alle Waffen abliefern. Ich gebe Ihnen eine halbe Stunde Zeit. Wenn dann noch ein Gewehr gefunden wird oder eine Patrone, dann lasse ich nach unserem Standrecht aburteilen. Sie zuerst. Verstanden? Wiedersehen. Das ist Nötigung. Gewalt und Gemeinheit. Und nur Ihre Methode, meine Herren. Straßenbahn!
Lotgold. Halt, wohin? Die Weißen werfen die Flugblätter ab. Sieh mal her, sag was. Gegenmaßnahme. Ein Flieger von uns müsste Flugblätter abwerfen. Ach, was? Abschießen. Aber nein. Nach russischem Muster Plakat machen. Der Flugblatt aufhebt, wird erschossen. Das ist ein Theater. Ich hab gehört, die Weißen sind schon im Anmarsch. Wir sollen nur kommen. Die Hunde. Wo sie bisher waren, haben sie wie die Hunden gehaust. Weder Weib noch Kind geschont, die Schweine. Vorwärts. Das sieht ihnen ähnlich. Vorwärts. Ja. Wo sind denn die anderen? Die sind verschlossen, Herr. Und das geht doch nicht. Es fehlt ihnen an der Einigkeit der Arbeiterschaft. So ist es. An der Viererschaft fehlt's. Da geh mal hinauf ins Oberkommando. Schau mal, wie es dazu geht. Sauerei ist das. Wo ist jemand? Verreist. Schon seit 8 Tagen. Ah ja, das kennen wir schon. Was wollen Sie denn eigentlich von mir? Sie werden es dann schon sehen. Was wollen Sie von der Frau? Das ist doch ein Irrtum. Sie sehen doch, dass diese Frau todkrank ist. Auf Ausrede. Der Mann ist ein Feind der Räterepublik. Er steht auf der Liste der Geiseln. So, aha. Ja, aber da habt ihr einen auf eurer Liste vergessen. Einen ganz gefährlichen. Wen? Mich. Wollen Sie uns zum Narren halten? Ich bin leider nicht zu Narreteien aufgelegt. Aber wenn man sieht, wie unsere braven Arbeiter der Nase herumgeführt werden von einer Judenschickse. Stimmt, da hat recht. Ihr wisst ja gar nicht, was für ein blutiges Spiel mit euch getrieben wird. Ihr glaubt? Oho, das sind zwei konterrevolutionäre Redensarten. Das ist mir gleich, wie ihr das nennt. Was habt ihr davon, wenn diese Frau zum Beispiel erschossen wird? Oder ihr Mann? Oder ich? Ihr macht euch jeden anständigen Menschen zum Feind und könntet doch so gute Freunde haben. Wer es glaubt, wenn einer was Besseres ist wie ein Arbeiter, schaut er uns so schon immer an. Ja, so ist es. Was habt ihr davon? Nur eure Führer brauchen die ewige Unruhe im Volk. Na, lass die Frau frei. Lass das laufen. Kerle. Ihr seid anständige Menschen. Ja, warum macht ihr denn diesen Wahnsinn mit?
Ihr wart doch alle Soldaten. Ja, aber man hat uns betrogen. Unser Recht. Dagegen wehren wir uns. Wir sind keine Menschen zweiter Klasse. So ist es. Sehr richtig, Genosse. Was weiß ein Bourgeois vom Menschenrecht? Ich habe mit Frontkameraden gesprochen. Und nicht mit Juden. Ein ganz gefährlicher Bursche. Der? Die Feier, 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 die
Ja, aussuchen heute schon. Nichts zum Finden. Nee, ja. Es nimmt doch.
Ganzen ausgeschossen. Die Hunde. Matratzennest. Wisst ihr, wen ihr erschossen habt? Unseren Hauptmann. Unser Kompanieführer. Mhm. Jetzt haben sie es ja, Hans. Ja, Hans. Hans. Ja, wo steht denn der? Hans, wir haben's. Sechs Mann und ein MG. Ja, schrei doch nicht so. Geh doch nicht auf. Also vorwärts! Hast du einen Speisenschwamm gesucht? Ja, natürlich, du Rindviech. Was ist jetzt? Da drüben ist schon die Nachbarkompanie. Ach, schau's auf, die Brüder. Wie die ausschauen, die Kerl. Ja, träumst denn du? Na ja, freilich, ja, natürlich. Da sind sie. Kompaniebefehl, nicht weiter vorgehen, die Straßenkreuzung sichern, in unmittelbarer Nähe Standquartier beziehen. Ja, da ist ja ein Wirtshaus. Das passt doch ausgezeichnet. Raus da! Raus da! Raus da! Haben Sie Waffen? Nein. Und Sie haben keinen Ausweis? Nein. Auf die Wache. Na, lasst los, lasst los. Weiter ruhig. Na, mal wieder. Danke, Herr Professor. Ja, schnell. Gut so. Erschossen, die musst du anschauen. Komm raus. Ach, lass mal meinen Ruf. Ja, sonst nichts mehr. Ja, dann lass uns nicht bleiben. Ekelhafter Kerl. Weiber auch noch. Sie wünschen? Ich möchte den Wachhabenden sprechen. Bin ich selbst. Dann möchte ich bei Ihnen 27 Gewehre abliefern. Was? Was, Gewehre? Ja, die stehen da draußen an der Kellertreppe. Essen passen! Wie kommen Sie denn? Bruder sind da! Was? Raus! Zum Essen passen! Ablösung bei 4! Ja, vorwärts, vorwärts! Kommen vielleicht später wieder. Ja, halt, 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 halt! Bitte schön. Nehmen Sie Platz. Bitte schön. Ja. Wissen Sie, auf Damenbesuch sind wir nicht eingerichtet. Die Verwundeten raus, seine Gerätschaft ist da. Also, seine Gerätschaft ist da. Wie steht's denn in der Stadt? Alles ruhig. Die ganze Stadt ist besetzt. Gott sei Dank.
Moment mal. So, vorsichtig, vorsichtig. Ein schöner Gruß daheim. Ah ja. So, ihr habt es ja geschafft. Wir haben es auch bald hinter uns. Gott sei Dank, es ist ja wieder Ruhe. So, das Mädel, die holt einen Teller für dich und ein Besteck, vielleicht auch eine Serviette. Ja, immer mit der nötigen Fassung, Herr Kram. Halt's Maul. Braucht das Zeug nicht. Guten Appetit. Danke. Meine Angelegenheit ist wohl erledigt. Was? Nein, nein, na, gar keine Spur. Ich kann auch später essen. Der Dienst geht vor. Also los, wie kommen Sie denn zu den 27 Gewehren? Ja, hier. Es erscheint in der Wache 3C. Name bitte? Bertha Schön. Bertha Schön. Schön? Ja. Schön, den Namen habe ich aber heute schon irgendwo. Ach so. Also, Sie sind die Tochter von unserem Wirt? Ja. Entschuldigen Sie, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Kraft. Hans Kraft. Sehr angenehm. Aber wollen Sie nicht doch zuerst essen? Ja. Das wird sonst kalt. Sehr richtig. Das Fräulein wartet schon so lang, gell? Ja, wir täten Sie gern einladen, aber das Zeug... Oh, wir haben auch nichts Besseres. So, na, also dann los, holt's noch ein paar Brotgeschirre voll. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Appetit habe ich genug. So, und auf die Soldatenküche bin ich neugierig. Ach, nicht. Darf ich mir einen Teller holen? Freilich, bitte sehr. Du, richtig gefällt dir was? Geht dich an Dreck an, was du schon wieder denkst. Ich? Ja, ich denk bloß drüber nach, wie komisch das ist. Sie heißt schön und ist doch gar nicht schön. Ne? Nein, aber also dann bist du blind. Nein, du, denn das Mädel ist einfach herrlich. Jetzt werde ich dir mal was sagen, bitte. Gib mir auch was, bitte. Natürlich. Sehr. Danke, danke, danke. Heute ist es nachts ja über. So. Den Leben haben Sie natürlich auch vergessen. Ja. Danke. Danke. Na, schmeckt's? Hör rein. Hol einmal mit deinen Leuten die Gewehre herein, die da draußen an der Kellertreppe stehen. Was für Gewehre? Meine Gewehre. Sie? Gewehre? Also los, 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 weiter, was ist denn? Vorwärts. Das ist mir wurscht. Wo ist denn meine Frau? Ihre Frau? Ja, wo ist denn meine Frau? Ihre Frau, ja, wissen Sie es denn nicht? Ja, woher? Was soll ich das denn wissen? Wo ist denn meine Frau? Und wo ist denn eigentlich mein Bub? Was ist denn? Ja, so reden Sie doch! Ja, wenn Sie das noch nicht wissen. Ja, was ist denn? So reden Sie doch! Ja, wenn Sie das noch nicht wissen. Was denn? Als der Bub über die Straße gelaufen ist, da ist von der Barrikade drüben das Maschinengewehr. Um Gottes Willen, Fritz, Mensch! Das hat ihn dann erwischt und dann nachher sie. Gerade vor nicht vor der Leichen war. Ach, steh. Aber! Los, komm! Los, los, los! Ja, ja, ja! Ja, ich komm ja schon! Ja, ja! Los, los, Fritz! Du kannst sie doch nicht schnappen lassen! Lass doch, Max! Jetzt hat er keinen Wert mehr! Los, los! Weiter, weiter! Bin ja schon da! Was ist denn? Achtung! Sind Sie allein da? Ja.
Vater. Tempo! Wir dürfen es nicht so lange allein lassen! Das wird sich doch alles wieder einrenken lassen. Vorläufig bleibt es hier bei uns. Wir können euch gerade gut brauchen. Ja, freilich. Alles ist falsch. Keiner weiß mehr, wo er hinkommt. Der Hans bei den Weißen, bei den Roten. Ob das recht war von uns? Oh, lass mich in Ruhe. Schwindel. Schwindel, wohin man langt. Bloß lauter Verrat, lauter Gemeinheit hat diese Revolution fertiggebracht. Wenn ich's Geld hätte, lieber heut wie morgen übers Wasser. An mir ist wurscht, in welchem Land ich lebe. Ich hab's daher büßen müssen. Mein Bub, meine Frau, meine Frau. Herrgott, es wird doch in der Welt irgendwo ein Stück Urwald geben, wo man seine Ruhe hat. Besser muss man sie im Urwald auch nicht verkriechen. Du, Hans? Ja, ja, das kenn ich. Sag mal, ich begreif nicht, dass du nicht einfach hingehst und mir das sagst. Oder soll ich bei der Bertha ein bisschen auf die Staben klopfen? Du, untersteh dich! Ja, ja, für schön. Also, wenn jetzt einer noch ein Wort von dem Mädchen sagt, dann... Oh. Darf man dann das auch nicht sagen, dass sie gestern, wie ich beim Schönwirt eingekehrt bin, nach dir gefragt hat? Ja, lüg nicht so. Ja, ja, so. Wirklich? Ja, ja. So. Ja. So. Na ja. Hört doch mal zu. Interpellation im Landtag. Was gedenkt die Regierung zu tun? Ist sie bereit, die überflüssigen und kostspieligen Freikorps, diese Sammellager arbeitsscheuer Elemente unverzüglich aufzulösen? Wären denn die Herren von heute, wenn die überflüssigen Freikorps nicht wären, davongelaufen? Ja, wir Esel haben es wieder geholt. Jawohl. Eigentlich müssten wir jetzt regieren. Jawohl. Ja, jawohl. Du vielleicht. Das ist es ja. Dass wir Soldaten da sind, aber kein Führer. Es müsste einer kommen in Deutschland, der wieder Zucht und Ordnung schafft. Ach, sonst geht's bergab. In einer Generation steht Deutschland wieder so da. Aber wenn es in dieser einer Generation, in der unseren nämlich, am Leben bleibt, dann ist Zeit, dass wir uns um Weiber umschauen. Ja, richtig. Also, wie stehe ich da? Ich hab schon erledigt, Kind. Das ist gar nicht zum Lachen. Ja, stimmt, da. Teurer Spaß. Ja, das ist wirklich nicht zum Lachen. So ein Kind braucht doch was zum Leben. Ja. Wenn die Arbeiter alle genug zu leben hätten, da gibt's wahrscheinlich keine Spartakisten. Ja, die Not treibt sie. Erst die Führer machen aus dieser Not was ganz anderes. Hört, hört! Gut, halt. Heute sind wir noch Kameraden. Aber bald wirst du ein Unternehmer, ich ein Arbeitnehmer sein. Soll dann ein Strich gezogen werden zwischen uns. Du redst daher wie der reinste Sozialist. Ja, ich verstehe dich auch nicht. Jetzt hilfst du auf einmal wieder zu diesen roten Hunden. Ja, warum bist du denn dann ins Freikorps gegangen? Da lies, was deine neuen sozialistischen Freunde schreiben. Die Blutzulage. Was? Die Landsknechte der reaktionären Freikorps erhalten eine tägliche Zulage von 5 Mark. Proletarier, merkt es euch gut. Um 5 Mark im Tag erschießen diese Hurenknechte des Kapitals die revolutionären Arbeiter. Ja, das ist doch voll. Aus der wahre Sozialismus macht. Versteht? Nein, mein Lieber. Wahrer Sozialismus ist anders. Ja, Herr Wachtmeister. Bei Ihnen wohnen 2 Flüchtlinge aus der Stadt. Bei mir? Das weiß doch jedes Kind, dass die bei der Roten Armee gewesen sind. Die sind nicht da. So. Außerdem habe ich den Auftrag, auch Sie mitzunehmen. Was? Mich? Ja, was habt ihr nicht mit der Geschichte? Tut mir leid, das ist mein Auftrag. Ich habe die Pflicht. So. Gut. Es wird sich herausstellen. Ja, Dirgel. Na, mitgehen kann ich ja.
Ich hab doch nichts verbrochen. Das wäre ja gelacht. Jetzt auf mir und schnapp! Ihn zu, die Hochverräter! Jetzt glaubt, dass das ein Sozi ist. Ja, ja. Das ist so eine Schande fürs ganze Dorf. Das ist aber wirklich, das ist lieb, dass Sie gekommen sind. Auch von Ihnen. Ja, also das freut mich wirklich. Oh, nett schauen Sie aus. Gefällt es Ihnen? Ja, okay. So. Entschuldigen Sie, Giergel? Ja, Giergel! Ja, oh Mensch! Ja, da bist du ja. Sag, ja, grüß dich Gott. Ja, du geh nur gleich mit. Halt, halt, halt. Ja, noch jetzt nicht. Ja, warum denn? Ja, das ist der, ach, mein Kamerad, so. Ist der Giergel. Entschuldigen Sie, ich habe ihn ganz übersehen in meiner großen Freude. Sauber. Er hat schon immer einen ganz besonderen Geschmack gehabt, der Hans. Ja, ja, lau einmal. Du, der Max und der Fritz sind auch da. Die haben was zu reden mit dir. Der Max und der Fritz? Ja. Wieso denn? Und der Braut kann auch mitgehen. Von der brauchen wir doch keine Geheimnisse haben. Nein, 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 das geht ja. Aber was, aber nein. Nichts, aber ihr geht's einfach mit. Ja, freilich geht's hier mit. Nicht mehr. Ja, so saudum kann's manchmal gehen. 6 Monate. Wegen Beihilfe zum Hochverrat. Aber mit Bewährungspflicht. Na ja, und ihr? Wir? Uns haben sie noch nicht erwischt. Unter 5 bis 6 Jahren kämen wir bestimmt nicht weg. Ja, ja, da setzt ihr euch so offen ins Lokal her. Ja, ihr müsst fort, wo man euch nicht kennt, über die Grenze irgendwo hin, so schnell als möglich. Ganz richtig, passt uns schon. Fort, nichts als fort. Weißt, 4 Jahre lang im Bett, zuvor 2 Jahre aktiv. Und bloß weil die in der Regierung zu dumm sind. Mir weiß ja nur. Mein jüngerer Bruder habe ich den Hof übergeben. Die Säge habe ich verkauft an einen Holzjuden, spottbillig, fast geschenkt. Aber bar. Und jetzt nix wie fort. Die 2, die nehme ich mit. Das sind meine Kameraden. Auswandern wollt ihr? Überlegt es euch. Es ist lang nur überlegt worden. Wir wandern aus. Wir sind nicht die Einzigen. Aus unserem Gau wandern mit uns an die 100 Bauern aus. In der Stadt gibt's ja auch keine Arbeit. Wer weiß, wie es in Deutschland nur wird. Die Kriegsschulden, die uns aufhauen in Paris, die machen uns noch kaputt. Wirst du sehen. Lass nur die neuen Herren so weiterregieren. Uns treibt's fort. Und in Brasilien sind's froh um uns. Wenn ihr euch nur nicht täuscht. Was willst du? Der Fritz hat sogar freie Überfahrt als gelernter Maurer. Und den lassen sie umsonst nicht. Und da machst du ja solche Hälfte, weil sie froh sind, wenn sie so einen kriegen, der was versteht von der Kunst. Na? Was ist denn mit dir? Hast du nicht Lust? Dich könnte man gerade noch brauchen. So ein heller Kopf wie du, der muss doch schneller vorwärts kommen als uns einer. Überleg das nicht lang. Das Geld kriegst du von mir. Stell dir vor, 4 solche Kerl wie mir. Und deine Braut nimmst du auch gleich mit. Gell, Fräulein? Nein. Ich bleibe da. Es muss auch hier Kerle geben, die ganz von vorn ein neues Leben anfangen. Wann geht's los? Heute Nacht noch. Hans, wir sehen, es reiht dich noch. Jürgen, hoffentlich lassen dich deine Berg aus. Der Kreuz ist schwerer wie das Kreuz im Griff. Das wir geschleppt haben,
Von den Vogesen bis nach Flandern. Und von Flandern bis zu den Vogesen. Aber jetzt ist einmal beschlossen. Und was der Gürge sagt, das tut er. Jawohl. Jawohl. Geht's zu, Elisabeth. Komm.